Hallo wieder aus dem Wohnwagen. Heute kümmern wir uns mal um das Thema Sicherheit. Und dazu möchte ich euch verschiedene Gaswarnsysteme vorstellen. Nummer 1 ist, den kennen wahrscheinlich auch viele, das ist der Triggeralarm von Linepi. Triggeralarm laut Verpackung warnt vor Propan-Butan, Kohlenmonoxid und K.O.-Gasen. Das ist so dieser Standard, ja, Campinggaswarner. Ja, Propan-Butan, ja, das typische Gas, mit dem man so seine, das man so eine Flasche hat, für Herd, Heizung etc., falls man ein Gasleck hat. Kohlenmonoxid entsteht bei unvollständiger Verbrennung, wobei bin ich mir nicht sicher, ob der wirklich kohlenmonoxidmäßig perfekt ist, aber gut. Und K.O.-Gase, das ist das Thema, man ist auf dem Campingplatz oder irgendwo auf dem Parkplatz zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit, schläft man im Wohnwagen. Böse Jungs kommen, lassen von außen irgendwelche Gase in das Fahrzeug einströmen und man merkt noch nicht mal, wie man ausgerappt wird, weil man ist K.O. Naja. Also das ist jetzt dieser Triggeralarm. Triggeralarm wird angeschlossen an die 12 Volt Aufbaubatterie. Warum sage ich das jetzt so explizit? Weil da bin ich drüber reingefallen. Ich habe keine Mooferbatterie oder was im Wohnwagen. Daher der einzige Strom, den ich habe, das ist entweder über die Anhängerkupplung oder halt Landstrom, 220 Volt. Jetzt hat bei mir dieser Triggeralarm, ich habe mir gedacht, schließe ich an die 12 Volt Spannung hier im Wohnwagen an. Hat leider nicht funktioniert. Daraufhin habe ich den Support von Linepi angeschrieben. Muss ich sagen, die haben sehr gut und sehr schnell reagiert und haben mir erklärt, in meinem Fahrzeug scheint es keine Gleichspannung zu geben, 12 Volt, wie ich vermutet habe, sondern gleichgerichteten Wechselstrom. Was bedeutet das? Klugscheißer-Modus, Gleichspannung-Kurve schwankt immer hin und her. Und wenn das Ganze gleich wird, wird einfach nur die untere Kurve nach oben gekippt. Ich versuche das mal hier irgendwie einzublenden. Das heißt, ich habe so einen pulsierenden Strom und damit kommt der hier nicht klar. Damit das aber funktioniert, habe ich mir einfach hier ein kleines Netzteil gekauft. Von 220 auf 12 Volt. Ich habe es getestet, damit funktioniert es. Bei mir. Dieser gleichgerichtete Wechselstrom muss nicht bei allen so sein. Vielleicht liegt es an meinem uralten Gleichrichter. Ich weiß es nicht, probiert es bei euch selbst aus. Also bei mir war es so, man konnte ihn einfach nicht einschalten. Knopf gedrückt, kurz grün geblinkt, dann war er wieder aus. So viel dazu. Montage, 12 cm über dem Boden soll man ihn montieren, irgendwo im Wohnwagen. Es gibt dazu auch noch einen Zusatzsensor und jetzt kommt, ich denke, das Thema Kohlenmonoxid. Da glaube ich, wäre ganz sinnvoll, wenn man den Zusatzsensor irgendwo in 1,50 Meter Höhe oder was anbringt, dann wäre das Ganze etwas sinnvoller. Aber okay, ich bin kein Chemiker, ich bin kein Gasiologe, was der Teufel was. Also der Standard-Gasmelder für auslaufendes Gas, was man so zum Kochen hat, Narkosegas, K.O.-Gas etc. Standard. Kabel ist dabei, sagen wir ungefähr 1,50 Meter und das darf man verlängern, laut Anleitung auf maximal 3 Meter. Ja. Dann habe ich mir noch besorgt, einen Kohlenmonoxidwarner. Der Vorteil von dem Gerät ist jetzt, ich kann es natürlich, also der Kohlenmonoxid, habe ich glaube ich gelesen, ist in etwa genauso schwer wie normale Luft. Also das sinkt nicht irgendwie zum Boden oder steigt nach oben, sondern es bleibt einfach im Raum drin. Und der wird im Idealfall so circa mittig Raumhöhe montiert. Entweder irgendwo hingeklebt oder so. Oder der Vorteil von dem Gerät ist jetzt auch, ich kann, wenn ich ihn brauche,
Ich denke, Kohlenmonoxid ist vor allem im Winter ein Thema, weil wenn jetzt zum Beispiel der Schornstein dicht ist oder ein sonstiger Grund und es passiert eine unvollständige Verbrennung der Heizung, des Kühlschranks, sonst irgendwas, kann eben Kohlenmonoxid entstehen. Kohlenmonoxid riecht man nicht, schmeckt man nicht, man merkt es nicht und schwuppsdiwupps steht man auf und ist tot. Oder steht nicht auf, je nachdem. Auf jeden Fall kann relativ tödlich sein. Zumindest ungesund. Und daher auf jeden Fall mindestens beim Wintercamping vielleicht Kohlenmonoxidwarne zu empfehlen. Und bei dem hier, ich habe da noch den Vorteil, den kann ich sagen, ich montiere mir den nicht fest irgendwo, sondern wenn ich ihn brauche, das ist, kann man auch als Standgerät benutzen, irgendwo hinstellen einfach. Dann haben wir noch Nummer 3. Ein, habe ich gefunden, ein klitzekleiner Rauchmelder. Ja, was ein Rauchmelder tut, muss ich wahrscheinlich wenig erklären. Sinnigerweise, Rauch steigt fast immer nach oben. Also wenn man euer Wohnwagen brennt, legt euch flach am Boden oder geht einfach raus. Aber wenn ihr es nicht merkt, weil der Wohnwagen irgendwie in der Nacht brennt, warum auch immer, dann ist so ein Rauchmelder ganz praktisch. Oben an der Decke montieren. Und der hier ist, wie gesagt, schnuckelig klein. Kostet nicht die Welt und ich denke mal, das ist ein zusätzlicher Punkt an Sicherheit. Und was ihr von diesen drei Systemen bei euch im Wohnwagen, Wohnmobil verbaut, überlasse ich euch. Das war jetzt nur so ein kleiner Hinweis, was es gibt. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr und ob das jetzt die perfekten drei Kombinationen sind, muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden. Das war ein Vorschlag. Ich verlinke die Sachen soweit möglich unten in der Infobox. So, nochmal kurz zum montierten Triggersalarm. Ich habe ihn hier bei mir neben der Heizung montiert. Nicht der perfekte Platz vielleicht. Schreibt mir in die Kommentare, wenn es irgendwelche Gründe gibt, warum das wirklich hier Bullshit ist. Ich weiß es nicht. Ich habe die Heizung auf Vollgas laufen gehabt. Der Heizkörper selbst hat hier ca. 70 Grad Temperatur. Und wenn man hier... Ja, hat natürlich auch den Vorteil, wenn der Heizkörper jetzt irgendwelche schädlichen Gase abgibt, würde natürlich das gleich detektieren. Aber okay, 10 cm Höhe, wo es montiert wird, ja. Zum Betrieb. Jetzt ist er ausgeschaltet, ich habe an mein 12 Volt Netzteil angeschlossen. Zum Einschalten, er sollte natürlich auch nicht laut Handbuch im Dauerbetrieb laufen. Da ist irgendwie wegen Fehlalarm, keine Ahnung. Aber jetzt gehen wir mal davor aus, es ist Nacht, wir schalten das Ding ein, einfach kurz drücken, er blinkt. Er kalibriert sich da irgendwie auf die Umgebungsraumgase. Vielleicht hat jemand Bohnen gegessen und es ist eine gewisse Gaskonzentration da, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist jetzt so die Initialisierung, die dauert ein paar Sekunden, 10, 20 Sekunden. Und dann sollte er jetzt eigentlich gleich... Vielleicht irgendwann. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Ja, jetzt. So sieht er aus, wenn er betriebsbereit ist. Wer natürlich jetzt sagt, okay, ich sollte das Ding in der Nacht ein, das Ding leuchtet ohne Ende, da kann ich ja nicht schlafen, wenn es so krass grün hell leuchtet. Auch kein Problem. Kurzer Drück auf die Taste, er ist nach wie vor eingeschaltet. Nur man sieht nur noch dezentes grünes Leuchten. Und jetzt probieren wir das Ding auch mal aus. Schauen wir mal. Er blinkt etwas rot, also er wird langsam nervös. Und ich vermute, jetzt wird es gleich laut. Also irgendwie, wenn sich, glaube ich, die Gaskonzentration nicht innerhalb von 10 Sekunden oder was ändert. Okay, Feuerzeug leer. Aber er hätte jetzt Alarm gegeben. Ja, ich brauche ein neues Feuerzeug. Aber der Gasalarm funktioniert scheinbar. Soviel zum Thema, wenn sich nicht innerhalb von 10 Sekunden ändert, geht der Alarmzustand in Daueralarm über. Bei mir war es
Noch ein paar Sekunden Feuerzeug leer. Jo. Und tschüss.